Mein persönlicher Schatz in der Ausstellung ist unser wunderschönes DNA-Modell. Wir haben 2009 eine Sonderausstellung eröffnet, die hieß Bausteine des Lebens und da ging es um Molekularbiologie, Biotechnologie, um ganz kleine Sachen. Und dann haben wir lange überlegt, was nehmen wir als ein Symbol für die Ausstellung, was schön groß ist, wo die Leute darauf aufmerksam werden. Und dann haben wir dieses große DNA-Modell gebaut. Wir sind jetzt hier bei ein bisschen mehr als 4 Metern. Die DNA hat eine unvergleichliche Form. Ich glaube, so kann man das sagen. Also jeder, der das sieht, erkennt, das ist DNA. Jeder sagt Wörter wie Strickleiter, Doppelhelix und ganz vielen Leuten ist das geläufig als Modell und diese Darstellungsweise. Dabei ist diese Struktur noch gar nicht lange bekannt. Und die Struktur, so wie wir sie hier sehen im Modell, die ist tatsächlich erst 1953 veröffentlicht worden. Und knappe 10 Jahre später, 1962, gab es dafür den Nobelpreis für Medizin. Dass man weiß, wie DNA genau aufgebaut ist und wie die Basen in der DNA angeordnet sind und die Informationen tragen. Das ist die Grundlage für ganz viel in der medizinischen Forschung, in der genetischen Forschung. Wir haben es in der Molekularbiologie ein bisschen schwer, Dinge direkt zu zeigen, dass Leute sie sehen können, sie begreifen können, anfassen können. Alles ist wahnsinnig klein. Also unser Modell mit seinen 4 Metern Höhe ist sehr hochskaliert. Also die wirkliche DNA ist viel, viel schmaler und auch viel, viel länger. Und unter einem Lichtmikroskop könnten wir diese Struktur noch nicht mal sehen, sondern bräuchten dafür ein Elektronenmikroskop. Deswegen arbeiten wir ganz viel mit Modellen, um Bilder zu haben, Strukturen zu sehen, Sachen, an denen man arbeiten kann und sich was vorstellen kann. Und jedes Modell ist ein bisschen anders. Ich habe hier zum Beispiel noch ein Modell in meiner Hand. In unseren Zellen findet man nämlich die DNA im Zellkern. Das wäre jetzt mein Modell für einen Zellkern. Den kann ich aufmachen, meinen Zellkern. Und da hätte ich jetzt in dem Zellkern diesmal ein anderes Modell von DNA. Also es wäre jetzt ein Chromatinfaden oder vielleicht, wenn es noch weiter zusammengedreht wäre, ein Chromosom. Und von diesen einzelnen DNA-Stücken haben wir in unserem Zellkern 46. Davon sind 23 von der Mutter und 23 vom Vater. Eigentlich kann man beim Phenobesuch am DNA-Modell gar nicht vorbeigehen. So toll, wie es aussieht, so viele schöne Farben, ganz tolle Reflexionen. Wenn wir jetzt mal hier reinzoomen in unsere DNA, dann haben wir da Darstellungsweisen für die 4 unterschiedlichen Basen der DNA. Für das Adenin, das Thymin, kürzt man meistens mit A und T ab. Dann haben wir noch das Guanin und das Cytosin, das G und das C. Und wir haben hier in der DNA 4 unterschiedliche Symbole. Und davon stehen sich immer nur 2 Symbole gegenüber. Also einmal haben wir ein Rechteck und 2 Quadrate und wir haben 2 Kreise, die einer Ellipse gegenüberstehen. Und da drinnen in unserem künstlerischen DNA-Modell sind dichroitische Filter. Die machen das, dass wir hier so tolle Lichtprojektionen haben. Jeder Filter, also jede Base, hat einen bestimmten Filter und eine bestimmte Farbe. Und dadurch, dass das Licht jetzt von mehreren Seiten kommt, kriegen wir unterschiedliche Projektionen, dass es nicht mehr ganz einfach zu erkennen ist, welche Base welche Farbe hat. Unser DNA-Modell ist tatsächlich eine Sequenz aus dem menschlichen Genom. Also das haben wir rausgesucht aus der menschlichen DNA-Sequenz und zwar ist das ein Teil unseres Insulinrezeptors. Also im Pheno nicht vorbeigehen an unserem DNA-Modell. Schaut es euch an, schaut euch die Reflexionen und die Farben an und das Foto nicht vergessen.